Zurück im Let's Play Assassin's Creed. Und wir sind hier mitten im Gefecht. Ich habe ja schon fast alle gekillt und werde jetzt wahrscheinlich sterben. Scheiße, wir brennen schon wieder! Diese roten Töpfe, die fangen irgendwie ziemlich schnell an zu brennen. Wir gucken jetzt hier, dass wir da hochkommen. Wir haben jetzt nämlich hier ein Missionsziel, also eine Hauptmission. Nämlich, wie ihr links oben seht. Ach, ich... Oh, da jetzt einfach mal ab. Steck ab! Komm ich da hoch irgendwie? Ja, da komme ich rüber, perfekt. Geh da rüber! Gut. Also ich soll jetzt hier Sinnoh rufen, oder wie? Ich gehe jetzt aber noch weiter hoch. Nicht, dass die mich dann noch überraschen, wenn ich da mit dem Adler am Start bin. Ja, ich habe jetzt eine Weile nichts gebracht wieder. Ich mache auch die Uploads immer abhängig von... Oh, okay, jetzt kriegt nichts mehr angezeigt. Das, ups, falsche. Das ist so. Jetzt, wo ist diese Höhle? Ah, da ist die Höhle. Perfekt. Schon erledigt. Ach, wenn schon unser treuer Begleiter hier mal wieder am Start ist, können wir die paar Meter nur mit ihm laufen. Ja, es gab gerade viel zu tun bei mir. Höhle. Aya und ich kamen als Kinder oft hierher. Schissen frei. Die Banditen sind da drin. Cat? Bist du das? Was machst du da? Bayek, du bist zurück. Sei leise, sie hören dich noch. Wer hört mich? Die Banditen, die Bastarde, haben die Quelle übernommen. Beinahe jeder in diesem Teil von Siva bezieht von dort sein Wasser. Okay. Schlag alle Bauern zu Brei, Männer. Sie sollen wissen, dass wir es ernst machen. Sind auf jeden Fall da Gegner. Was müssen wir jetzt machen? Hier alle Banditen töten. Sag mir Bescheid, wenn die Soldaten. Sind wir unten ordentlich? Es ist so dunkel, ey. Killen den nicht, One-Hit. Komm doch her! Sollen wir es mal riskieren? Ja komm, ihr wollt bestimmt auch ein bisschen Action. Wow, shit! Was war das jetzt gerade? So. So. Kommt her, kommt her, kommt her! Das werden wir mal sehen, ob du mich tot schlägst. Fuck. Und jetzt machen wir diesen Spezialangriff. Zack! Ja, diesmal auch die Cam ein bisschen größer, weil ich habe mir gedacht, man hier gucken es vielleicht auch Tablets an oder sowas, dann sieht man die Cam kaum. Oh. Könnt ihr mal schreiben, was so besser ist. So, haben wir das noch welche oder? Es ist schon gelb auf jeden Fall, das werden wohl nicht mehr so viele da sein. Gibt's da noch einen? Ich fülle auf jeden Fall mal die Pfeile wieder auf. Ja, da hinten ist auch noch. Verdammt!
Ist ein Controller echt nicht so leicht. Komm, wir einen Schlag und tot. Hab ich dich! Wow, wie hat der sich um mich gedreht? Alter, ich sehe mich nicht mal! Diese Kameraperspektive, meine Fresse. Okay, zwei Stück noch. Die locken wir einfach mal her, indem wir sie anschießen. Verdammt! Boah, wenn ich den im Laufen treffe. Aber das machen wir einfach anders. Der kommt jetzt einfach hier hoch. Oh, tut mir jetzt aber leid, gell? Oh ja, komm hoch, komm hoch. Das war's. Die Banditen kommen so schnell nicht zurück. Yes, easy. So, haben wir jetzt hier noch was zu plündern? Da gibt's bestimmt noch was, oder? Gehen mal da runter, da gibt's bestimmt noch was Interessantes. Bisschen Münzen. Da gibt's auch noch was. Eine Truhe. Schön. Ah, ein Schild. Noch was vielleicht. Ein Pelz. Nochmal eine Truhe. Okay, ein Speer. Keine Ahnung, ob sich das lohnt. Ne, da kommt man nur raus. Und hier ist nichts mehr, dann gehen wir wieder zurück. Weiß jetzt gar nicht, wo wir die Mission abgeben müssen. Oder haben wir die jetzt eigentlich schon so geschafft wahrscheinlich? Müssen wir gar nicht groß was anderes machen. Unsere Leute können jetzt wieder diese Quelle hier benutzen und ja. Ist eigentlich alles, was wir hier brauchen. Ich würde sagen, dann springen wir einfach zur nächsten Mission. Ich guck mal, was es jetzt hier noch gibt. Unser guter Freund ist jetzt auch schon wieder weg. Dann gucken wir noch mal, was wir als nächstes machen können. Machen wir eine... Oh Mann, das ist ja quasi schon das Endziel, oder? Weil den Medun Amun, das ist ja... Ja, dann machen wir das halt. Einer dieser maskierten Leute. Was müssen wir doch jetzt noch mit ihm reden? Ja. Bayek, du hast die Quelle zurückerobert! Den Göttern sei Dank, die Bauern brauchen sie dringend. Ich bin sehr dankbar, Bayek. Es ist, als hätten wir unseren Magi zurück. Schön, dass ich helfen konnte. Möge Amun mit dir sein, Sammy. Oh, perfekt. Also dann sehen wir uns, wenn wir beim nächsten Ziel sind. Ach man, unser Kamel ist despawned. So, also wir sind hier und... Und haben ihn. Oh, da ist aber noch weit weg. Oh, der schläft gerade. Das wäre gut, wenn das auch so bleiben würde. Also steigen wir schon mal ab und gucken, dass wir schon mal hochkommen. Es geht ein Assassin's Creed problemlos. So, wie kommen wir da jetzt in die Schule hin? Ich zahle Stufe 5, ist zwar genau unsere Stufe, aber... Gut, dass der das nicht sieht, dass ich da direkt vor ihm rumlaufe. Finde ich gut. Wahrscheinlich hat es ihn einfach nicht gestört. Ich weiß nichts. Ja gut, da kann ich wahrscheinlich nicht so einfach durchlatschen.
mal da rein. Nee, da ist gerade niemand. Scheiße. Ah, toll, das sieht uns natürlich direkt. Ich ruf die Truppen! Ja, toll, das können wir gleich, vergessen. Greif ihn doch an, Alter! Was? Und, Alter, alles so verzögert. Bitte, lass mich rein! Meine Familie braucht mich! Yo, Alter, woher sieht er mich? Yo, klar. Ich kann das nicht blocken, nice. Yo! Der macht halt so einen Combo-Angriff. Yo, ich kann das echt nicht blocken! What the hell? Ich mach's jetzt ganz klassisch und lauf da irgendwie mit dem Kamel rein. Weil das ist irgendwie das Einfachste. Mach da quasi Drive-By, Allah! Allerding, in welcher Jahr spielt es hier? Keine Ahnung. Klassischer Drive-By. Wo es noch keine Autos gab, wurde Drive-By so gemacht. Ein Kamel. Kommt doch her. Ich habe jetzt mein Kamel am Start. Könnt mir gar nichts. Was ist hier? Könnt mir gar nichts auf dem Kamel. Wenn nicht gerade alles anfängt wieder zu brennen und ich dann kurz vorm Verbrennen bin, das ist kein Problem. Die können einfach nichts tun. Außer dass ich jetzt hier gerade gar nichts sehe. Ist alles gut. Zack! Das ist ja echt geil auf dem Kamel, aber sie. Bogenschützen sind halt ein bisschen scheiße. Einfach im Kreis rennen, zack. Das ist echt wie ein Cheat, dieses Kamel. So, wo ist der letzte? Ach komm, wieso killen wir nicht einfach den hier? Scheiße. Ich verreck, nein! Scheiße! Nein! Oh Mann, wir haben es nicht geschafft. Da waren dann doch zu viele. War ich zu greedy, hätte ich langsamer reinrennen müssen. Oh, wie machen wir es diesmal? Aber jetzt sind wir eigentlich näher sogar dran. Wie macht man das hier am besten? Vielleicht einfach mal da hoch. Geh da außen rum. Geht's da auch noch hoch? So, ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen außen rum zu gehen. Ein bisschen eine andere Taktik zu haben. Du sollst da hochklettern, nicht da reingehen. Danke. Sogar niemand drauf, nice. Munition voll. So. Nein, geh hoch. Fuck. Nein, du Vollidiot, Alter! Ich stehe da allein hinter dem! Ja, toll, ich bin instant down, ey. Das ist doch scheiße. Das sieht mich nicht. Guck mal, ich mach dem keinen Schaden. Ich bin im gleichen Level wie der. Ich mach dem keinen Schaden. Was für eine Logik ist das? Ja, du löst die Probleme, dass ich dir keinen Schaden machen kann.
voll die Fake-Schwierigkeit, Alter. Das ist einfach gerickt. Guck, ich hab dem wieder keinen Schaden gemacht, obwohl es ein starker Angriff war. Das ist ein Bogenschütze und ich mache einen Bogenschütze im Nahkampf keinen Schaden. What the fuck? Alter, guck mal, wie viele das sind. Ich hab mich da so reingeschlichen. Jetzt komm. Ach, Alter, das macht ihm so wenig Schaden. Lauf nach hinten. Ich zögere es gerade nur noch hinaus, mein Tod. Guck, das, ich kann die Nahkampfangriffe von Bogenschützen nicht kontern. Alter, das, die sind so OP. Aber ich schaff's gerade irgendwie zu überleben. Dafür lass ich dich leiden. Mist, hier gibt's Ärger. Scheiße, jetzt kommt der Typ da. Geh da hoch! Nein, 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 nein! Guck mal, wie wenig Schaden ich dem mache. Das ist doch so lächerlich, Alter. Was für Sinn macht es? Haut ihm 10 Pfeile in die Brust. Das juckt den doch nicht. Einmal auf diese Schiene versuchen. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Aber diesmal nicht so greedy reingehen. So. Jetzt kann ich wieder aufladen. Aufgeladen. Das war's. Stirb. Weißt du? Jetzt kommt keiner. Die Götter werden dir nicht vergeben. Hey, hab ich dich. Ich werde dich treffen. Arbeite zusammen. Oh nein, ich bin tot. Ich löse dich. Und umdrehen. Der Abpass ist tot. Was? Bestätige den Tod deines Ziels. Nein! Nein! Ich hänge! Hilfe! Hilfe! Ich hab ihn getötet! Jawohl, ich regeneriere mich. Boah, Leute, was war das? Puh! So, erstmal aufladen und gehen wir wieder zurück. Ist komisch, dass es so klappt. Der Plan davor war viel besser mit dem. Ich gehe mal runter und versuche.
versuche mich da hinzuschleichen, wo die Leiche ist. Yes, Tod bestätigen, wir haben es. Du bist zurückgekehrt, um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet. So kurz, oh so kurz vor Einführung der Herrschaft, der Starken und Tugendhaften. Tugend? Ha? Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Gut. Ey! Naja, nur ein Versuch. So treffe ich gleich zwei. Na klar. Gut. Hoch, Beste. Bereit? Ja. Oh, das war nur wegen dir, du. Remo, komm her. Eine Hyänenhöhle. Eine echte? Ja. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und 16? Es ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast immer sofort Angst. Hey. Hey, hey. Gehen wir auf eine echte Jagd. Hä? Ist gut. Kommt, kommt. Was jagen wir denn? Das Orakel braucht den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen, oder Bayek? Du bist der Medjay. Wenn ich Medjay bin. Okay, Leute, also diesen Rückblick quasi machen wir im nächsten Part. Ich weiß immer noch nicht ganz, wir spielen wahrscheinlich immer noch jetzt Bayek. Hat er eine andere Frisur, das kennt man gar nicht so. Und ich glaube, die maskierten Leute haben unseren Sohn umgebracht. Und deshalb gehen wir auf Rachefeldzug, meine ich. Zumindest, ja, es wird sich bestimmt noch nachher, auch später im Verlauf des Spiels zeigen. Aber wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann.